Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und das wird mal so ein bisschen ein Garnelen-Update. Ich wollte eigentlich ein Update machen, wo ich so ein bisschen einerseits Update mache und andererseits auch so ein bisschen einfach allgemein so ein bisschen die Routine zeige, was ich hier so mache, also wie ich den Wasserwechsel mache, wie ich fütter, weil ich habe es auch manchmal gefüttert oder irgendwas reinige, Pflanzen schneide und so. Dieses Video kommt aber später, ich weiß nicht, in ein, zwei Wochen oder so. Aber das mache ich jetzt nicht, dieses Update, was ich eigentlich machen wollte. Sondern heute geht es wirklich vor allem um zwei Themen. Matze steht ja schon im Titel. Irgendwas wie Verluste und Nachwuchs möchte ich in den Titel schreiben. Denn ja, Garnelen sind gestorben, Garnelen sind geboren. Ja, ist mal ganz grob, wir haben halt Nachwuchs. Also da sieht man eine kleine Garnele. Die ist eher etwas klein. Es ist leider nicht so scharf. Ich habe wirklich keine gute Kamera hier auf meinem Handy. Da ist auf jeden Fall eine. Dann da oben schwimmt gerade. Da hinten ist eine. Also das eine, da ist nur die Spiegelung, aber da ist eine. Ja, nicht so scharf leider. Hier oben auch. Also wirklich, man sieht immer, also immer, wenn man wieder Babygarnelen. Ich entdecke auch irgendwie immer mehr, weil die immer größer werden. Die sind ja wirklich jetzt schon relativ groß. Ich glaube, die sind schon 2 Wochen alt oder so. Ich weiß nicht, wann ich die Garnelen genau bekommen habe. Ich glaube, vor ungefähr einem Monat habe ich die Garnelen mir geholt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube ungefähr. Und ja, eben. Also die sind auch schon länger geboren. Ich glaube auch, es war so, dass eine Garnele schon trächtig war. Da oben ist noch mal eine. Vielleicht ist es die gleiche, ich weiß nicht. Hinten. Sieht man es? Ganz wenig. Ich weiß, ich glaube, eine Garnele, die war schon. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man bei Garnelen schwanger sagt. Ich sage nochmal, sie war schwanger. Die sind ja nicht richtig schwanger, die haben halt die Eier so an ihrer Bauchdecke sozusagen. Ja, eine Garnele war halt schon, sagen wir mal, schwanger, als sie hier hinkommen, als die Garnelen eingezogen sind. Es war eine rote Garnele, die hatten auch die Kinder recht schnell bekommen, also diese kleinen Babys. Ja, die waren anfangs natürlich viel, viel kleiner. Da habe ich vielleicht ein, zwei Aufnahmen, aber wirklich nicht viele, weil ich konnte die ja halt kaum filmen. Also die sind jetzt wirklich schon recht gewachsen. Und es sind auch wirklich weitere Garnelen schwanger. Also das hier war eben eine rote Garnele, die die Kinder bekommen hat. Und momentan sind auch gerade zwei rote Garnelen noch schwanger, wenn man so sagen will. Die müssten dann aber von gelben Garnelen geschwängert worden sein, denke ich mal. Ich sage wirklich einfach geschwängert. Man sagt wahrscheinlich bei Garnelen nicht so, aber das ist am einfachsten zu erklären und zu verstehen. Die wurden wahrscheinlich von gelben Garnelen geschwängert. Gleich von roten, aber das Problem ist halt, zwei rote habe ich ja gesagt, sind jetzt sozusagen schwanger. Das sind die einzigen roten, die noch leben. Alle anderen roten sind leider gestorben. Es waren ja 5 sozusagen. Zwei sind ja schon beim Transport gestorben, dann waren es noch 5. Da gehe ich aber genauer ein. Ja, deshalb denke ich mal, dass die nächsten Nachkommen irgendwelche Mischlinge sein werden, weil halt keine Roten mehr übrig waren, um diese jetzigen beiden ja, zu schwängern. Oder es war halt schon vorhin so, dass sie sich vorhin schon verpaart haben. Aber ich denke aber wirklich, die nächsten Jungen, die kommen, sind irgendwelche Mischlinge aus Rot und Gelb. Das sind halt die beiden, die einzigen beiden, die gerade noch Babys oder Eier tragen. Ich weiß nicht, ob ich sie euch filmen kann. Wie gesagt, sind auch die einzelnen roten, die überhaupt noch leben. Hier ist die eine. Sieht man das? Es ist leider ein bisschen dunkel. Sieht man die Eier? Oh, da hinten ist so ein Würmchen. Ja, auf die Würmchen gehe ich später auch nochmal ein. Man sieht es gar nicht mal so gut, aber das ist die Garnele und ja, hinten, die ist so ein bisschen rundlicher, kann man sagen. Dorthin sind halt die Eier. Doch jetzt sieht man sie, wenn sie sich so ein bisschen bewegt. Die Eier. Unten. Das sind eben noch die beiden roten, die noch leben. Und von den gelben leben auch nur noch zwei. Ja, so ist jetzt der Übergang ins nächste Thema. Ja, es waren ja anfangs, eigentlich hatte ich ja 14 im Ganzen bestellt, 7 rote, 7 gelbe. 2 rote sind schon beim Transport gestorben. Da habe ich jetzt auch endlich mein Geld zurückbekommen. Das ging extrem lange. Ja, und dann hatte ich halt im Ganzen noch 5 rote. Und 7 gelbe. Ja, bis jetzt sind von diesen ganzen Tieren wirklich fast alle gestorben, außer 4. Also 2 gelbe, 2 rote haben wir noch. Ja, ich rede es jetzt so ein bisschen nett daher, aber es war wirklich nicht schön. Also laut meiner Berechnung müssten wir eigentlich auch noch 3 gelbe haben.
Ich habe halt schön also mitgezählt, wie viele gestorben sind, und ich meinte, dass eigentlich theoretisch noch 3 Gelbe leben müssten. Aber ich habe bis jetzt nur, ich habe nie 3 Gelbe aufs Mal gesehen. Ich habe wirklich lange gesucht und immer nur 2 Gelbe gesehen. Also habe ich entweder nicht richtig gezählt und halt, es sind dann doch mehr gestorben und ich habe falsch gezählt, oder ja, oder es gibt nichts anderes. Die andere versteckt, oder doch, die andere versteckt sich eventuell die ganze Zeit, beziehungsweise einfach eine der 3 versteckt sich immer. Oder die ist irgendwie gestorben, ich habe sie nicht entdeckt. Aber ich. Sonst habe ich die gar nicht wirklich immer gesehen, die Toten. Ja, deshalb habe ich jetzt noch 4, beziehungsweise 5. Ich sage jetzt mal, ich habe noch 4 Garnelen, weil eben die anderen weiß ich nicht. Jetzt, natürlich, jetzt. Das ist eben das Thema vom Video. Warum sind jetzt die gestorben? Ich möchte das nicht nur mitteilen, ich möchte auch. Beziehungsweise ich kann nicht wirklich eine Erklärung geben, weil ich weiß es halt nicht. Ich bin halt noch recht unerfahren. Ich weiß ja halt nicht, was passiert. Man kann vergoogeln, aber da findet man halt auch nicht. Die Erklärung. Erstmal, wie sind die gestorben? Sie sind nicht alle aufs Mal gestorben. Anfangs, es gab wie so 3 Etappen. Anfangs, so sind ein paar gestorben, dann nochmal und dann nochmal. Im Abstand von, also sind immer so, meistens welche aufs Mal gestorben. Zuerst sind die meisten der Roten gestorben und irgendwann starben dann auch gelbe Garnelen. Bei den Roten wusste ich wirklich nicht, wie die gestorben sind. Die lagen einfach irgendwann hier herum. Bei den Gelben habe ich, also es sind halt von Gelben sind 5 gestorben. Bei Paaren konnte ich nicht schauen, wusste ich nicht. Die lagen einfach im Aquarium, die liegen dann meistens auch hier irgendwo vorne. Und ja, bei den Gelben vor allem konnte ich beobachten, wie die wirklich gestorben sind. Die waren wie eine Art gelähmt. Beziehungsweise sind komisch rumgeschwommen. Eben ein paar, die waren einfach tot, bei den anderen konnte ich wirklich sehen. Da habe ich wirklich gesehen, die eine, die lag so ein bisschen auf dem Rücken, da dachte ich, ja, ist jetzt auch tot. Oder chillt die einfach auf dem Rücken. Und dann habe ich halt gesehen, okay, nee, doch, die bewegt sich noch. Da dachte ich, okay, ist gut. Aber die ist komisch geschwommen. Sie war halt wie eine Art Behinderung, die konnte nicht richtig schwimmen. Die konnte nur, ich glaube, es war wie irgendwie so, dass deren, ich glaube, die Schreitbeine nennt man das, dass die so ein bisschen gelähmt waren. Und dadurch konnten die nicht richtig schwimmen. Die konnten zwar so ein bisschen antreiben, aber nicht gezielt. Die wollen halt gerade ausschwimmen, aber die sind dann irgendwie so abgedriftet oder hatten plötzlich so mega die Zuckung gekriegt und mega schnell ist die dann weggeschwommen. Also richtig komisch sind die umhergeschwommen. Und ja, das konnte ich, glaube ich, wirklich bei 3 beobachten. Und die sind halt auch gestorben dann irgendwann später. Und jetzt, ja, wie starben die? Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Ich kann nur Theorien aufstellen, weil ich habe nicht einen Fehler gemacht. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, wo man sagen, das würde ich jetzt nicht als extremen Fehler betiteln. Aber das sind halt Sachen, daran könnte es liegen. Einerseits mal diese Viecher hier. Da habe ich ja im Einrichtungsvideo, nee, im Einzugsvideo der Garnelen, habe ich ja schon mal diese Tiere gezeigt. Da hat man so gesehen, eine Aufnahme, wo so eins der Tiere rumgeschwommen ist. Und da dachte ich, oh, jetzt habe ich ein Tier da drin, was ist denn das? Und ich dachte halt erst, ja, das ist irgendwie eine Blasenschnecke oder so. Kann man es irgendwo filmen? Hier sind so weiße Punkte. Und ich habe das Gefühl, gestern waren es weniger. Sind es wieder irgendwie, weiß auch nicht was, neu dazugekommen oder so. Diese Tiere habe ich dann halt. Und da hat man halt im Einzugsvideo eines dieser Tiere gesehen. Da haben wir dann Seppelnsch82, die ist ja da auch mal Garnelen gehabt, hat geschrieben, ey, wenn du irgendein Tier siehst, nimm das raus. Es gibt irgendwelche Schädlinge und so. Und ja, da habe ich gedacht, oh nee, jetzt sind Garnelen gestorben. War das wegen diesen Scheißtieren? Und ich habe dann auch versucht, ein paar von denen zu töten. Rausnehmen geht wirklich nicht. Die kannst du nicht fangen. Höchstens absaugen mit dem Schlauch. Das möchte ich heute noch versuchen. Ich mache heute noch einen Wasserwechsel. Da versuche ich, die ein bisschen abzusaugen. Da habe ich halt auch Angst, dass ich irgendwie noch eine Garnele einsauge. Vor allem von den Babys halt. Da muss ich wirklich aufpassen. Und ansonsten habe ich ein paar von denen versucht, irgendwie zu zerdrücken. Ging aber auch wirklich kaum, weil die sind zu klein, die kannst du nicht richtig zerdrücken oder so. Und wenn die rumschwimmen, die sind flink. Also einerseits eben, ich dachte halt, es sind Schnecken, weil sie sich so an den Scheiben entlang dingsen. Aber die schwimmen halt auch so im Wasser rum. Deshalb weiß ich nicht, auf welche Schnecke das zutrifft, ob es Schnecken sind. Ich weiß nicht, ob es Blasenschnecken sind. Das weiß ich nicht. Ich denke, es ist wirklich was Schneckenartiges. Das Problem ist halt, wenn ich die dann töte, die Schnecke, und zerdrücke, dann kann ich die auch nicht gut rauskriegen. Dann schwimmt die Tote im Wasser rum. Und das kann natürlich das Wasser wiederum ja, so ein bisschen belasten, weil da eben ein totes Tier rumliegt. Es ist zwar nur so ein Minitier, aber trotzdem. Und das kann natürlich auch das ganze
Klima, sagen wir mal so, im Aquarium so ein bisschen ja, unschön machen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dann das den Tieren auch nicht gut tut, den Garnelen, und die dann auch sterben. Und das ist eben das Problem. Und eben, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob diese Schnecken, ich nenne sie mal Schnecken, sie sind irgendwas Schneckenartiges. Ja, ich weiß ja nicht, ob durch die Garnelen gestorben sind. Ich konnte nicht nie richtig sehen, dass irgendwie die Schnecken die Garnelen angegriffen haben. Manchmal sind die vielleicht so ein bisschen in die Nähe von den Garnelen gekommen und die Garnelen fanden das auch nicht so cool und sind dann halt so ein bisschen so schnell weggeschwommen. Ich weiß ja nicht, ob die Schnecken den Garnelen jetzt wirklich schaden oder ob die Garnelen einfach nicht wollen, dass die auf denen rumlaufen, weil ich will auch nicht, dass irgendeine random Person zu mir kommt und mich berührt. So. Da kann ich die Garnelen verstehen, wenn die dann abhauen. Und ich konnte auch nicht beobachten, dass wirklich die Schnecken aktiv die Garnelen beschädigen. Ich konnte höchstens sehen, dass sie tote Garnelen gefressen haben. Also auf toten Garnelen, da sind diese Schnecken schon raufgegangen. Und dann kommen wir auch noch zu den Würmern. Wir haben so komische Würmer rumschwirren. Da ist einer. Nicht so viel. Ja, okay, jetzt sind gerade zwei vor allem. Dings, man sieht es halt wieder nicht. Das sind so kleine Mini-Teile. Das ist ein Toter hier. Den habe ich mal rausgenommen im Wasser. Die kann man auch einfach rausfischen. Da, dieses Teil, der ist tot. Die kann ich einfach rausnehmen. Das sind so, ja, irgendwelche Würmer. Die schwimmen wirklich vor allem im Wasser rum und bewegen sich so. So ein Wurm, der macht irgendwie so. Habe ich auch gegoogelt. Ich weiß nicht, ob die schädlich sind. Ich versuche sie rauszusammeln. Ich glaube, an Würmern liegt es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es an Schnecken liegt. Ich dachte eine Zeit lang, jetzt weiß ich es ja nicht. Diese Würmer, die stimmen nicht auf die Beschreibung von Schädlichen überein. Es gibt ja solche Planarien irgendwie, aber die verhalten sich komplett anders, diese Würmer, die ich habe. Da habe ich mich auch informiert. Also ja, Fazit, ich habe irgendwelche Tiere, ich habe eine Art Schnecken, irgendwelche eine Art Würmer drin. Und keine Ahnung, ob es an denen liegt, dass die Garnelen sterben. Jetzt in letzter Zeit sind ja keine mehr gestorben und die Würmer und so sind immer noch drin. Also, ich weiß nicht. Ich denke jetzt langsam, dass es wirklich nicht daran liegt. Dann ja, weitere Punkte. Woran könnte es liegen? Letztes Mal sind die Tiere, letzte Woche sind drei gestorben, sind nach dem Wasserwechsel gestorben. Und einerseits kann es natürlich sein, dass einfach die Tiere nacheinander sterben, weil sie sich gegenseitig auffressen. Ich nehme zwar tote Garnelen raus, aber trotzdem kann es sein, dass vorhin die Garnelen sich kurz anknabbern. Vielleicht, wenn sie ein Virus oder eine Krankheit oder sowas haben, dass sie sich das vielleicht weiter verbreiten. Das kann natürlich sein, dass sie nacheinander sterben. Und eben, sie sind nach dem Wasserwechsel gestorben. Ich mache Wasserwechsel jede Woche. Ich mache eher viel Wasser. Ich mache vielleicht mehr, ich mache mehr als 30%. Ich mache vielleicht 30 bis... Ja, nee, die Hälfte mache ich ja nicht nie. Ich mache mehr als 30% Wasserwechsel. Was ich hier noch kurz einwerfen möchte zum Wasserwechsel. Ich mache halt von der Höhe her, von dem Wasserspiegel, wie auch immer, vom Bodengrund bis dort, wo das Wasser aufhört, ist es zwar 30%, was ich wegmache vom Wasser, aber da hier unten ja noch Wurzeln und Steine und so sind, ist natürlich hier unten eigentlich viel weniger Wasser. Und deshalb sieht von der Menge her, wenn ich jetzt mal so schaue, zwar sieht es noch 30% aus, aber es ist natürlich mehr vom eigentlichen Volumen, weil dann eben unten noch große Sachen und so stehen. Deshalb ist vielleicht, schätze ich das vielleicht ein bisschen falsch ein mit dem Wasserwechsel und Wechsel zu viel. Vielleicht liegt es auch an der Wassertemperatur, dass die Temperatur nicht richtig angepasst ist. Ich versuche eigentlich auch, ich messe jetzt die neue Temperatur vom Wasser, das ich einfülle. Ich messe es nicht mit dem Thermometer, wie viel das ist. Aber ich fühle halt und es fühlt sich meistens ungefähr gleich viel an. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen ein Schock für die, weil es zu, ja, weiß nicht, zu kalt oder so ist. Eben, es könnte nämlich sein, dass sie sich irgendwie deshalb aus Stress häuten. Und das würde auch erklären, warum die Garnelen so ein bisschen wie gelähmt waren. Bei den Vorderbeinen. Weil vielleicht haben sie sich begonnen zu häuten, aber nicht richtig gehäutet und die Beinchen haben sie nicht richtig gehäutet und deshalb war das alles so ein bisschen verfangen. Und dann kann natürlich sein, dass die sich deshalb nicht richtig bewegen können und sterben irgendwann. Das eben, nächste Punkt ist auch wegen, ich rede schon so lange, aber egal. Ist halt auch wahrscheinlich wegen, hat auch mit Stresshäutung zu tun, weil ich nämlich Futter zusätzlich gefüttert habe. Ich habe hier so eine Schale, dort habe ich manchmal Futter reingepackt, weil ich wusste nicht, wie viel finden sie wirklich hier im Aquarium drin, wie viel Futter? Deshalb habe ich manchmal zugefüttert. Nicht täglich. Mehr, schon eher häufig, aber nicht täglich, nicht zu häufig, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte wirklich nur wenig gegeben. In einer Stunde hatten sie das immer aufgefressen.
Natürlich, es heißt immer, in wenigen Minuten sollen sie es auffressen. Das tun sie halt irgendwie dann auch nicht. Deshalb ja, entweder hat er das Wasser belastet oder halt, und das kann es wirklich sein, dass sie sich darauf aus Stress wieder gehäutet haben. Denn ich habe jetzt mal nachgeschaut. 20% Protein, Rohprotein, mehr als 20%. Daraus besteht das Futter. Wenn man halt viel Proteine füttert, kann es sein, dass der. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Auf jeden Fall, es kann sein, dass sie dann Häutungsprobleme kriegen, weil entweder der Panzer schneller wächst, als er sollte, und deshalb häuten sie sich, obwohl es schon zu früh ist und sie sind irgendwie noch zu jung. Ich bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall, sie können halt Häutungsprobleme kriegen, wenn sie zu viel Protein kriegen. Und was vielleicht auch sein kann beim Wasserwechsel, habe ich das Wasser, das neue, jeweils recht reingekippt. Also nicht extrem so gekippt, aber recht schnell. Ich hatte jetzt keinen Schlauch, womit ich es reinpumpen kann. Deshalb gieße ich das Wasser in mein einfaches Aquarium nach dem Wasserwechsel. Vielleicht habe ich das irgendwie zu schnell gemacht und es hat sich ein bisschen, es wirbelt sich beim, wenn ich das Wasser rein gieße, schon auf. Also das Wasser einfach, der Boden kommt nicht direkt. Und vielleicht gieße ich auch das Wasser zu schnell rein. Ich habe nicht so Geduld gehabt wahrscheinlich. Also vielleicht irgendwie hat es die Tiere rumgewirbelt und die haben sich verletzt. Weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Tiere rumgewirbelt hat. Die haben sich ja nicht versteckt, als ich das Wasser reingegossen habe. Dann, ja gut, das war noch. Die Wasserwerte waren eigentlich relativ konstant. Letzte Woche konnte ich beobachten, dass sie irgendwie sich plötzlich ein bisschen verändert haben. Nicht negativ. Es war einfach in dem grünen Bereich, also in dem guten Bereich, wo sie drin waren, haben sie sich ein bisschen verändert. Und zwar ist vor allem die Gesamthärte und Carbonathärte ist tiefer geworden. Ich hatte allgemein Gesamthärte eigentlich relativ okay vom Wert. Aber Carbonathärte war bei mir immer recht hoch. An die 20, über 20 manchmal. Jetzt ist es weniger als 20. Also es hat sich ein bisschen gesenkt. Ist eigentlich besser. Also wenn es jetzt nicht zu. Warte mal, ist es weich, wenn es hoch ist? Ich glaube, dann ist es weicher. Wenn es nicht zu weiches Wasser ist. Also eigentlich ist es ja ein bisschen die Wasserwerte besser geworden. Hier ist immer noch mal so ein bisschen der Vergleich von den Garnelen, von den Babys und von den Großen. Und ja, hier sieht man super. Ja, und jetzt abschließend, was kann ich sagen? Erstmal, ich hoffe mal, das Video hat sich jemand angeschaut. Ich wollte einfach diese Info bringen. Ich habe versucht, so ein paar Aufnahmen zu zeigen noch. Oh, hier wieder der Vergleich. Das ist ein super Vergleich. Sieht man das? Ja, eben, ich habe versucht, ein paar Aufnahmen zu machen. Ich mache es halt gerade live und filme halt so ein bisschen nebenbei. Ich habe halt auch nicht mehr viele große Garnelen, die ich filmen kann. Und jetzt abschließend. Ich werde einfach das Aquarium mal in Ruhe lassen. Ich wollte eigentlich noch Pflanzen ein bisschen schneiden, weil, ne? Die sind ein bisschen, zum Teil ein bisschen lang und gehen so über an die Oberfläche. Habe ich auch im Voraus schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Tiere gestorben sind, weil ich die Pflanzen geschnitten habe. Keine Ahnung, kann auch sein. Werde ich jetzt mal nicht machen. Ich würde wirklich das Aquarium versuchen, in Ruhe zu lassen und auch nichts zu füttern. Nur den Wasserwechsel und auch nicht zu viel vom Wasserwechsel. Und vielleicht kann ich Tiere irgendwie noch absaugen oder so, die hier rumschwimmen. Dann ja, freut euch auf das nächste Video, wo ich noch so ein bisschen allgemein spannendere vielleicht Sachen zeige. Wasserwechsel und so möchte ich ja dort zeigen. Und ja, das war's dann aber und bis zum nächsten Mal. Tschüss.